hier unten war damals die... Wollte Meerjungfrau sagen, aber nein, die Sirene war es, richtig? Genau, da könnten wir auch nochmal hingucken. Wo versuchen wir, um in den Tempel reinzukommen. Oh, noch ein großer. Jo, weg mit dir. Zonk. Hier kommen wir über das Eis nicht rüber. Nee. Hier, den Göttern sei Dank, ihr seid zurück. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber die Riesen kamen aus dem Nichts und das Eis, es stieg einfach aus der Erde auf. Und die Einwohner, die Riesen haben sie zusammengetrieben und ja, ich habe die Dorfbewohner bereits befreit. Wir haben die Dorfbewohner bereits befreit. Ihr solltet euch auch in Sicherheit bringen. Hier könnt ihr nichts mehr tun. Es gibt eine Sache, die ich tun kann. Die Klinge, die ihr mir gebracht habt vor so langer Zeit, sie ist geheilt. Ich schlief einfach eines Abends ein, während sie neben mir auf dem Tisch lag. Warum hast du ein Schwert neben dir auf dem Tisch liegen? Und im Traum verschmolz sie wieder zu einem Stück. Als ich aufwachte, war sie wieder hergestellt. Ich möchte, dass ihr sie benutzt. Benutzt sie, um Everard aus den Klauen dieses Monsters zu befreien. Das werde ich. Ui, sehr schön. Danke. Bitte seid vorsichtig. Dieser Turm... Da ist etwas Böses in seinem Inneren. Ich kann den Hass von hier aus spüren. Er ist wie Wellen, die von dem Turm ausgehen. Ich passe schon auf mich auf. Leb wohl, Jonan. Was ist denn das für eine Klinge? Hier. Wiederhergestellte Klinge Aihonens. Diese einst zerschmetterte Klinge steckte in der Brust Ikazarachts. Sie war die letzte Matriarchin der weißen Drachen, die den Grat der Welt regierten. Die Klinge wurde von Aihonen geführt, einem entfernten Vorfahren von Jonan, dem Fischer aus Osthafen. Also der, in den die erste Sirene sich verliebt hatte. Wenn ich die Geschichte noch richtig im Kopf habe. Das Schwert lag fast ein Jahrhundert lang auf dem Grund des Sees und wartete darauf, an einem Nachkommen seines früheren Risses zurückgegeben zu werden. Wie sie in ihrem ursprünglichen Zustand zurückversetzt wurde, ist nicht bekannt. Doch auf jeden Fall sieht die Klinge wie eine mächtige Waffe aus, mit ihr dazu beitragen könnt, Osthafen von Bruder Pukellen zu befreien. Diese Klinge scheint ihre Macht direkt aus dem Dinnesheer-See zu beziehen. Solange ihr Träger sich in Drachenflugweise des Sees befindet, ist sie eine furchteinflößende Waffe. Wie weit fliegt ein Drache? Der Träger erhält zusätzlich plus 5 maximale Trefferpunkte, wenn er sich in Drachenflugweite des Dinnesheer-See bewegt. Ja. Das ist nicht die Welt, aber ist okay. Ist eine plus 5 Klinge hier in der Nähe. Feuerwiderstand 25%, Kältewiderstand 25%. Ja, das klingt doch... Ja. Das Ding hat einen komplett Magieresistenzwert und ist plus 4. Macht aber auch 2 Maximalschaden mehr. Und noch Bonusschaden obendrauf. Ich denke, das Ding nutzt mir nicht. Es tut mir ja leid. Also wenn wir auf einen Gegner treffen, der Feuer und... Was war das? Feuer und oder Kälte sehr viel Schaden macht und wo wir noch ein Schild in die Hand nehmen müssen. Da wir haben ja noch extra Slot dadurch frei. Dann vielleicht, aber so denke ich nicht. Das war nur so ein +1-Schild, ne? Ja. Sack. Was ist hier? Alles Kinder. Oh, schwarze Drachenschuppe. Diese Rüstung wurde von den Zwergenschmieden und Priestern der Schlachtenhammersippe angefertigt. Als einer der ihren, Brühal. Oh ne, Brühal. Ist das nicht der aus der Drittsaga? Nee, der hieß anders.
Weit im Süden eine Heldengruppe im Kampf gegen einen schwarzen Drachen anführte und ihn vernichtete. Manche Zwerge rümpfen die Nase bei dem Gedanken daran, dass die Rüstung aus den Überresten eines Drachens besteht, doch Brunhall trug sie mit Stolz bis ans Ende seiner Tage. Rüstungsklasse allerdings nur 4, weil es Kette ist und keine Platte. Dafür 25% gegen Säure und noch einen guten Rettungswurf gegen Zauber. Ja, das ist... Es ist schade, dass wir jetzt eine Drachenschuppenrüstung einfach so im Beutel stecken müssen. Okay. So, du kannst Axt nicht nochmal steigern. Dann war ich beim Kriegshammer dabei. Ja, es geht auch nicht höher. Gut, Kriegshammer weiter hoch. Okay. Ist hier unten noch irgendwo was? Kann ich nach da abbiegen? Nein. War hier noch eine Fischerhütte? Ja, genau. Hier war eigentlich mal ein Gebäude, aber es ist wohl vom Eis erdrückt worden. Können wir da irgendwo uns durchwuseln? Nö. Na gut, dann jetzt zum eigentlichen Tempel. Ja, noch eine Ladung für die Verteidigungshaltung bekommen. Also jetzt zum eigentlichen Tempel und diese Glyphe da rein ritzen, zeigen. Gucken wir mal. Oh, und vorher Rast. Ja. Rasten ist nicht. Könnte interessant werden. Dann halt Kleinkram heilen, weil die Kleinkramzauber nutzen wir nicht im eigenen Kampf. Ja, gleich nochmal. Hier. Du machst bitte einen neuen Schutz für Bösen, weil das Ding soll ja sehr böse sein. Und ich denke mal, sobald wir reingehen, werden wir auch sofort überfallen werden. Steinhaut ist aktiv. Ja, rein. Ja, da unten sollte das Portal sein. Ich sehe, ihr seid hineingekommen. Ich werde versuchen, unten den Gang zu Jeroths Stein zu öffnen. Aber diese Glyphen wurden durch Tempus selbst erschaffen. Vielleicht liegt es nicht in meiner Macht, sie zu beschwören. Können wir irgendwie helfen? Warum versucht ihr nicht, auf diesen Turm zu steigen? Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg zu Jeroths Stein. Genau, wir klettern nach oben, um nach unten zu kommen. Was sind das hier für Dinge? Diese Schirme aus undurchsichtigem Kristall dämpfen das Licht der dahinter brennenden Fackeln. Gibt es hier ein Rätsel, das man vielleicht irgendwie verschieben muss? Oder ist es einfach nur Dekoration? Das ist ganz schön pompös für Kleriker. Vor allem für Tempus-Kleriker. Diese Betten sehen sauber und bequem aus. Dies wäre vermutlich ein guter Platz zum Rasten. Okay. Und er ist die ganze Zeit unten am Glyphen beschwören und schwitzenderweise die Arkanenkräfte aufrechterhalten und wir schlafen einfach. So 8 Stündchen. Da geht's raus. Oh, okay. Po-Map, nicht Pokellen. So treffen wir uns wieder. Willkommen in Kryschal Tirith. Euer Besuch hat sicher keinen geselligen Anlass. Po-Map? Was bei den neuen Höllen macht ihr hier? Das ist der Ladenbesitzer. Eine interessante Wortwahl. Viel hat sich geändert, seit ihr das letzte Mal in Osthafen gewesen seid. Wie ihr sehen könnt, lenke ich nun die Geschicke der Stadt. Ja doch. Provozieren wir ihn ein wenig, vielleicht macht er dann einen Fehler. Erwartet ihr wirklich, dass wir glauben, ihr hättet hier das Sagen? Ihr könnt nicht mal einen anständigen Laden führen, von einer Stadt ganz zu schweigen. Unverschämter Hund! Wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu sprechen? Ich bin Pomob Akatatat, Herr dieses Turms und ernannter Herrscher von Osthafen. Ernannt von wem? Bukellen? Kellen? Ihr habt immer noch keine Ahnung, gegen wen ihr kämpft, hä?
Der Meister hat viele Namen und viele Gestalten. Seine Macht übersteigt jede Vorstellung. Ihr braucht nicht zu hoffen, ihn besiegen zu können. Warum ergebt ihr euch mir nicht einfach? Ich wäre immerhin gnädig und würde euch einen schnellen Tod gewähren. Nee, ich denke nicht, dass wir ihn überzeugen können. Aber wir könnten vielleicht sein Ego ein bisschen anknacksen. Hört euch selbst an. Ihr seid kein Monarch. Pokellen benutzt euch nur. Glaubt ihr wirklich, er würde einem Narren wie euch eure das wird er glauben, ja. Er wird so von sich eingenommen sein, dass er wirklich glaubt, dass er die Geschicke hier lenken könnte. Na, probieren wir es trotzdem. Es ist der Wille des Meisters, dass ich über diese Stadt herrsche. Er hat mir diesen Turm gegeben, diesen herrschaftlichen Palast als Belohnung für meine Dienste. Und welche Dienste könnte ein einfacher Ladenbesitzer einem Scheuser wie Pokellen erweisen? Oh, da könnte man kurz drüber nachdenken. Vielleicht hat er Bescheid gegeben, sobald die Truppe Osthafen verlassen hat. Also die Karawane, in der wir ja auch gleich am Anfang mit bei waren. Das heißt, wir hätten irgendein Signal gegeben für die Frostriesen, um die zu überfallen. Oder er könnte geholfen haben, den Tempel zu infiltrieren. Mal gucken. Die Besetzung von Osthafen war unvermeidlich. Der Meister hatte von Anfang an vor, die Stadt einzunehmen. Ich wurde einfach damit beauftragt, gewisse Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit seine Pläne sich reibungsloser durchführen lassen. Wovon redet ihr? Ich war es, der zuerst vorschlug, eine Expedition nach Kuldahar zu schicken. Ich wusste, dass dieser Angeber Hoska sich auf die Gelegenheit stürzen würde, zu Hilfe zu eilen, und dass er zweifelslos alle anderen schwertschwingenden Idioten dieser Stadt mitschleifen würde. Die Expedition war ein Ablenkungsmanöver. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr es mich gefreut hat, meinen kleinen Trick von Erfolg gekrönt zu sehen. Ich habe vor Lachen fast geweint, als unsere Expedition in die Berge losstürmte und dabei Osthafen ohne Verteidigung und reif für die Eroberung zurückließ. Schlange, ihr habt uns alle verraten. Und wofür? Um der Herrscher einer zerstörten Stadt voller Leute zu sein, die euch hassen? Ja, wahrscheinlich wurde von seinem Meister ihm so viel Macht versprochen, dass er irgendwie zum Lich wird oder irgendwas anderes. Weil Magier sind da ja doch ein bisschen eitel. Mich hassen? Sie sollten mir dankbar sein, dass sie noch leben. Wenn ich nicht mit diesem Handel einverstanden gewesen wäre, hätten Hoska und die anderen Narren sich gewehrt. Alle Männer, Frauen und Kinder in der Stadt wären auf der Straße abgeschlachtet worden. Na, jetzt sind Sklaven, die dann nach und nach auch sterben, weil sie in der Kälte arbeiten müssen oder in irgendwelche Minen gesteckt oder sonst was. Pah, ihr seid kein Held, Pomab. Ihr seid nichts als ein willensschwacher Mann, der so dumm war, sich auf die Seite des Bösen zu stellen. Oh, das ist so richtig schön. Goody-Good-Shoe-Paladin-Taktik. Aber es ist nicht zu spät für euch. Helft uns jetzt, dann werdet ihr vielleicht eine Lösung finden. Ich denke nicht, dass er drauf anspringt. Erlösung? Ich wünsche mir keine Erlösung. Ich besitze jetzt alles, wovon ich je geträumt habe. Schuld ist nur ein kleiner Preis für solche Macht. Ich werde nicht hier stehen und mich von euch richten lassen. Ihr seid nichts. Ihr seid nur ein Insekt, das ich unter meinen Stiefel zerquetschen werde. Wachen tötet sie. Erst so groß rumhupen und dann erst... Das. Wenn du wirklich so mächtig wärst, könntest du uns alleine töten. Aber na gut. Oh, das sind keine Spiegelbilder. Schauen wir mal. Die Dinger werden gleich aktiv. Stellt euch mal so und so hin. Du beschwörst bitte noch ein Tier. Nehmen wir mal einen Bären da hinten. Du vergiftest deine Armbrust. Und ja, auf wen schießen wir jetzt, wenn wir uns vergiften? Schieß erstmal auf irgendeinen. Du machst einen Flammenschlag. Doch, denn du solltest so 2, 3 treffen. Und du... Ein so ein Feuerball wird uns schon nicht töten, oder? Wird ein bisschen wehtun, aber töten nicht. Ich mach mal hier einen Feuerball hin. Der sollte nur Tirik und Girogon treffen. Und der löst dann hoffentlich alle Illusionen auf, wenn der überhaupt eins eine Illusion ist. So, gucken wir mal, wie es ausschaut. Greifst du Girogon an? Ich kann das nicht wirklich gut sehen hier. Ich glaube, die Rüstung zeigt in die Richtung. Das heißt, ja, schaut okay aus. Feuerschaden.
Falscher Pomab, Magiewiderstand. Falscher Pomab, falscher Pomab, falscher Pomab. Oh, ganz viel Magiewiderstand. Ja gut, ich sollte jetzt nicht da nochmal einen Feuerball reinschlagen, wobei auch Gerugon und Tirik widerstanden haben. Oh, das ist gut zu wissen. So, der guckt nach unten die Rüstung. Die hauen alle auf Talana. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Mach bitte mal einen heiligen Schlag und hoffe, dass die falschen Pomaps alle als böse gelten. Aber da es Illusionen oder Konstrukte sind, werden sie wahrscheinlich neutral sein. Das ist natürlich nicht schade, aber probieren kann man's. Dann hätte ich ganz gerne noch eine, so eine Blitzladung von dir. Talana darf mal. Oh, wir können versuchen, das mit Magie Bannen wegzubekommen. Nein. Einer von uns ist echt, aber welcher? Können wir mit Mouse-Over gucken, oder? Nee, das sieht man nur, wenn man Schaden macht. Naja. Ich würde sagen, wir sollten erst einmal die hier töten. Heiliger Schlag ohne Wirkung bei den Wachen. Falscher Poma. Magiebann, Magiebann. Nee, also der Heilige Schlag scheint nicht gewirkt zu haben. Was machen wir denn noch? Keiner braucht Heilung bisher. Dann machen wir einen Flammenschlag da hinten hin. Alle Magiebegabten sind am Zaubern und du schießt, du stichst random weiter auf die einen. Oh, was ist mit dir? Dem Tode nahe, aber fällt nicht hin und hier kamen gleich zwei neue. Kamen die aus den Spiegeln? Warte mal. Leider Schaden durch Tirik, ja. Heiliger Schlag ohne Wirkung. Nee, da steht nicht irgendwie das neue Wachen. Achso, es waren von vornherein vier, ne? In jeder Ecke eine. Okay. Hab ich denn nur falsch gesehen? Tirik, bitte eine Schutzhaltung. Geru schlägt auf den. Ja, der Flammenschlag braucht zu lange zum Zaubern. Die wuseln hier die ganze Zeit in der Gegend rum. Das bringt nichts. Geru, bleib bitte auf dem. Probier mal Personen festhalten und gucken, ob der gerne noch anspringt. Nein, nicht er. Ich bin der echte Pomab. Ja, es ist leider zu spät. Ich habe die Sprechblase nicht gesehen. So, Wechsel, Wechsel, Wechsel. Der ist weg. Auf den nächsten. Und geh mal weg von den... Oh, genau. Geh mal weg von den Wachen, bevor die wieder aufstehen. All die Wachen zu töten, bringt nur eine kurzfristige Erholpause. Probier mal, schnell zu erwischen. Vergib Widerstand, vergib Widerstand, vergib Widerstand. Die Macht von Krischel ist großartig, nicht wahr? Sagt ein Falscher. Hau bitte lieber auf den. Alles widerstanden. Das ist krass. Tirik, hau lieber die Magier. Der ist weg. Hm. 2, 4, 6 Stück. Pickst lieber den. Du pickst lieber den. Geht nicht durch. Falscher Puma. Falscher Puma. Achso, Gerugon. Falscher Puma ist gut. Ja, gut, das heißt, das hier ist ein Falscher. Sie können weitergehen. Ah, er ist weg. Sind allerdings immer noch 6.
Also es kommen immer neue.